Was ist das? Das ist ein Grafik wieder? Soll das so? Also allmählich werde ich ungeduldig. Warum liegt da noch eine Heilpflanze? Hörst du mich zu diesem Licht? Nein. Nee. Hä? Ich hoffe, da wartet nichts Mächtiges auf mich. Ich habe nicht so viel Mana. Oh, es lädt gerade auf. Alles gut. So muss ich halt laden und hier ein bisschen dumm rumstehen. Mein, hallo? Du hast gesagt, der Weg ist nicht mehr weit, aber das war eine Lüge. Ich bin einfach angelügigt. Wartet ihr auf mich? Nee. Doch. Wehe, du sagst jetzt noch einmal komm. Wir sind angekommen. Dann kannst du mir doch endlich erzählen, was los ist. Wer bist du? Namen sind doch bedeutungslos. Du solltest das doch am besten wissen. War ja klar, dass das jetzt kommt. Was willst du von mir? Ich brauche einen Mann für diese Nacht. Du meinst, dass wir beide... Aber du bist doch ein Geist. Ich bin realer, als du denkst. Ihr Männer seid doch immer so leicht zu bekommen. Ein Wimpernschlag und ihr kommt an. So fremdgesteuert. Da täuschst du dich aber gewaltig. Und warum bist du mir dann gefolgt? Gib's zu, du kannst deiner lieblichen Frau nicht widerstehen. Vor allem, wenn sie dir im Traum erscheint. Ich werde da mal wieder gehen. Das wird nicht gehen. Du gehörst jetzt mir. Du bist mir gefolgt und jetzt gibt es kein Zurück für dich. Was meinst du damit? Ich werde dir das antun, was ihr Männer mir angetan habt. Das Herz habt ihr mir herausgerissen. Geschlachtet und gehäutet wurde ich. Mächtig habt ihr euch gefühlt, eine Frau zu ermorden. Doch wenn ihr vor wahrer Macht steht, dann seid ihr Würmer. Staubkörner im Wind. Ich hasse euch und dafür werdet ihr büßen. Ich habe dich sicherlich nicht getötet. Ihr seid für mich alle gleich. Du wärst nicht mein erster Gegner. Wir können das auch friedlich lösen. Frieden gibt es für mich erst dann, wenn meine bittere Rache gestillt ist. Und du kannst mich nicht besiegen. Aber probiere es doch, es steigert meine Lust noch mehr, mich an dir zu laben. Ach, funktioniert wirklich nicht. Hier war ich wirklich weg. Dann lass mal speichern. Speichern ist jetzt ganz gut. Okay, ja, nee. Ah ja, doch, die killt mich. Okay. Wir sollten gehen. Ich weiß nicht genau, wohin und was mir das bringt, aber vielleicht soll ich mich einfach ins Bett legen. Oder ich träume, dann müsste ich aufwachen. Sterb ist nicht der Weg zum Aufwachen, okay. Würde die Sache natürlich einfacher machen. Ist aber nicht der Weg. Die Hunde gehen. Ey, wo geht's denn hier weg? Da geht's weg. Easy. So, richtige Spielstelle, ne? Irgendwas mit dem Licht machen? Nein, irgendwas mit der braunen Kugel. Grauen Kugel, die kommt auf braun. Die ist grau. Dunkelgrau. Fast schwärzlich. Egal, ich wollte jetzt eh gehen. Okay, er ist auch wieder da. Alles gut.
Ich hoffe, hier ist nicht jedes Mal, wenn ich jetzt da hochgehe, steht die da wahrscheinlich schon. Großartig, lieber ist. Mehr Gegner ich nicht töten kann, geil. Hey, Interesse an einem Job? Kommt auf den Job an und auf deine Bezahlung, Briggs. Ich sehe, du lernst dazu. Du bekommst gewiss Kohle. Aber ich will auch Geld. Lass hören. Ich bräuchte jemanden, der den Preis für ein Freudenmädchen aushandeln könnte. Wir haben seit ein paar Wochen eine Kandidatin hier. Sehr reizend. Ihr Vater hat sie kurz vor ihrer Vermählung verkauft, weil ihm die Schulden über den Kopf gewachsen sind. Bis jetzt haben wir sie eingesperrt, damit sie gefügig wird. Nun sollte die Zeit reif sein. Said will sie loswerden, auch wenn das einige von uns bedauern würden. Und da kommst du ins Spiel. An wen soll sie verkauft werden? Du müsstest erst einmal jemanden finden, der sie haben will. Die Schwierigkeit liegt darin, dass Said sie nicht vorher aus der Hand gibt, ehe das Geschäft vereinbart wurde. Doch ihr Marktwert ist recht hoch. Da wird es keine leichte Sache, einen guten Preis zu verhandeln. Wenn du jemanden gefunden hast, dann komm zu mir. Ohne mich bekommst du die Kleine nicht von Said ausgeliefert. Wer könnte Interesse haben? Ich dachte ehrlich gesagt, dass du ein wenig schlauer wärst. In der Stadt gibt es nur ein Bordell. Das sollte deine erste Anlaufstelle sein. Sie ist allerdings wirklich sehr hübsch. Da könnten noch andere an ihr Interesse haben. Wer denn zum Beispiel? Wir hatten vor Jahren einmal einen Kunden, der für den Fürsten gearbeitet hat. Er heißt Mechandro und ist des Öfteren im Badehaus zugegen. Er war mit uns damals sehr zufrieden. Wenn du es richtig anstellst, dürftest du vielleicht sein Vertrauen gewinnen können. Ich bin dabei. Dann mache dich auf den Weg und lass dir nicht zu viel Zeit. Wie viel ist das Mädchen wert? Verdammt viel. Said schätzt sie auf ca. 2000 Roperie. Das wird aber niemand bezahlen. Es ist ihm egal, für wie viel du sie verkaufst. Said will nur einen Anteil von 650 Roperie haben. Wenn du sie also für weniger verkaufst, musst du selbst in die Tasche greifen. Dein Gewinn kann aber auch recht hoch ausfallen. Ich finde, das ist ein faires Angebot. Wenn ich dir noch einen Rat geben darf, dann erzähl den Leuten, dass du noch andere Interessenten hast. Dann sind sie auch bereit, mehr zu zahlen. Wie sieht sie aus? Sie ist gut genährt, aber nicht dick. Brünette Haare und die Augen dürften grün sein, wenn ich mich recht erinnere. Mehr weißt du nicht? Bei Adanos, was soll man da großartig sagen? Ich habe dir gesagt, dass sie umwerfend ist. Soll ich dir jede Pore einzeln beschreiben? Wie groß ist sie denn zum Beispiel? Sie geht mir bis zum Kinn, also weder groß noch klein. Durchschnittlich halt. Durchschnittlich wird sich bestimmt gut verkaufen. Schau sie dir doch selbst an. Said wird ja bestimmt keine Probleme haben, wenn du sie etwas erforschst. Aus welchen Verhältnissen stammt sie? Du stellst Fragen, ich habe keine Ahnung. Okay. Also, wir machen drin. Frau verkaufen, verstehe. Kein Problem. Ich kaufe sie einfach selbst. Was? Habe ich eine Wohnung, wo sie unterbringen kann? So, was? Ich gehe erst zu dem Typen der Lava. Hallo, wachen Sie mal auf. Was hast du dir eigentlich mit dem Trank gedacht? Hat er gewirkt? Oh ja, einen Dämon hast du mir aufgehalst. Das kommt ganz bestimmt nicht von meinem Trank. Doch was ist dir passiert? Mitten in der Nacht wache ich auf und sehe eine gespenstische Frau bei mir. Sie sagt zu mir nichts weiter als komm. Ich fand das komisch, aber naja, gefolgt bin ich ihr trotzdem. Dann, außerhalb des Lagers, in der Wildnis, enthüllte sie ihre wahren Absichten und versuchte, mich umzubringen. Ihre perfide Magie zerriss mich innerlich. Wenn ich nicht sofort abgehauen wäre, dann wäre ich draufgegangen. Da habe ich natürlich die Beine in die Hand genommen. Eine merkwürdige Geschichte. Der Sache müssen wir auf den Grund gehen. Was war das für eine Frau? War sie ein Geist oder konntest du sie anfassen? Beides würde ich sagen. Sie war nicht durchsichtig, doch ging ein Leuchten von ihr aus.
Außerdem hat sie mir erzählt, dass sie getötet wurde. Von Männern. Das war der Grund, aus dem sie mich töten wollte. Hast du sie umgebracht? Nein, ich habe sie noch nie gesehen. Ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Nein. Außer, dass ich mich eigenartig schwach fühle. Und das Kämpfen habe ich anscheinend auch verlernt. Ah, eine Sache fällt mir noch ein. Sie hat irgendwas von einem Pakt gesprochen, den ich mit ihr angeblich eingegangen wäre. Mehr weiß ich leider nicht. Interessant. Warum bist du ihr überhaupt gefolgt? Ich weiß nicht. Großartig nachgedacht habe ich da nicht. Ich habe da so einen Verdacht. Aber bevor ich irgendwelche Mutmaßungen anstelle, überzeuge ich mich lieber davon. Ich werde ein paar Nachforschungen machen. Ich habe mich vor Jahren intensiver mit Geistern und Schattengestalten beschäftigt, aber das ist jetzt auch schon wieder etwas länger her. Komm später noch einmal zu mir. Okay. In der Zwischenzeit solltest du nachts keine gewagten Spaziergänge machen. Das könnte dich das Leben kosten. Habe ich nicht vor. Okay. Schön. Komme ich jetzt irgendwie zu dieser Frau? Oder muss ich wieder den Weg drum herum nehmen? Weiß man nicht so genau. Gucken wir einfach mal. Finden wir es heraus. Wo willst du? Darf man... Ich weiß... Was muss ich tun? Zeig uns, wenn die Männer der Meinung sind... Okay, vielleicht sollen wir ja da sogar rein. Ich gehe so erstmal bis zum Morgenschlaf auf jeden Fall. Du hast kein Auge zugetan. Ja, das ist schon wieder richtig geil. Ich hasse dich auch, Spiel. Ich hasse dich auch. Hey, du. Irgendwelche... Nein, ich brauche... Okay. Jetzt muss ich da irgendwie rum. Ich versuche nochmal zu schlafen. Aber es wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, oder? Nein. Das ist jetzt nur noch Zeitverschwendung. Ach, hasse es. Okay, aber ich komme nicht so zu ihr. Also ich weiß nicht mal, wo die überhaupt genau gelagert wird. Sie muss ja in dem Haus sein. Das ist das Prinzip. Das gibt es ja gar keine Türen, Wege mehr. Habe ich das denn hier noch nicht mitgenommen? Weiß ich auch nicht so genau. Ich habe so die Hälfte wieder liegen gelassen. Was mache ich denn da? Danke, Leiter, danke. Nur, dass die da war. Komme ich von hier nach unten? Ohne dabei zu sterben? Wahrscheinlich nicht. Ich kann mich jetzt nicht mal mehr durch Schlafen heilen. Auch schön. War hier schon? Scheinbar. Oder es gab hier keine Kristalle zum Mitnehmen. So, Frage ist, komme ich hier runter ohne zu sterben? So, unten liegt Zeug, also. Das wird nicht hinhauen. Oder vielleicht doch, ich weiß es noch nicht so genau.
bin gesprungen. Ich. Easy. Gar kein Problem nicht. Seht ihr? Man kommt da einfach runter. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist die scheiß Tür, ne? Wo zum Fick bin ich hier? Ja, war genauso geplant, ne? Ich meine, ich habe nur 242 Mana. Was zum Fick? Aber ich glaube, ich bin hier, komme ich hier nicht zur Tür, ne? Ich muss da irgendwo anders raus. Ach. Wobei, wenn ich hier rechts die Wand entlang, warum habe ich noch 242 Mana? Ich krieg das wieder, oder? Hoffentlich. Wie bugfrei ist das Spiel? Bekomme ich das wieder oder sagt mir das Spiel unterwegs, fick dich? Ich habe Sicherheitsspielstände. Zur Not kann ich es mir wieder cheaten. Und ich habe den Wand. Ich habe es gefunden. Jetzt ist es, glaube ich, kein Sequence Break mehr. Easy. Halt, hier kommst du nicht weiter. Dreh um. Halt, hier. Oh, wie Brick sagte. Egal, hallo Karelle. Karelle? Was willst du? Bleib. Wie hab ich? Ich. Hatten wir schon. Ich habe keine Spiele einfach mit. Du verlangst von mir, dass ich eine Hure werden soll. Wie krank musst du sein? Na schön. Notfalls geht das auch um. Ist das nicht egal? Für mich nicht. Jetzt mach hier nicht den Goblin. Oder soll ich dir Beine machen? Du traust dich doch eh nicht. Was würde denn passieren, wenn Said davon erfährt? Ich muss das wissen. Also? So? Oh, armes Börschchen. Pardon, aber ich kooperiere nicht mit Feinden. Ah, leck mich doch. Einfach, warum bin ich so freundlich? Ich sehe aber beim Schlachter abladen. Ich zahle die 650 Operi aus eigener Hand. Ich kenne da einen Dämon. Ah, sie ist kein Mann, scheiße. Sie ist eine Nuch in Wirklichkeit. Brix hat übrigens gar nichts gesagt zu dem. Aber egal. So, Schritt 1, wir gehen zu Naran. Und dann reden wir mit ihr. Ja, komm. Was wird? Bleib. Wie? Ich. Ich habe meine. Ach. Dein Sack. Sein. Hilfen. Na schön. Woher stammt? Ich komme ab. Also wo? Naja. Wie heißt. Karel. Das war alles, was ich wissen wollte. Ich gebe mein Bestes. Halt. Hier kommst du nicht weiter. Dreh um. Halt. Hier kommst du nicht weiter. Dreh um. Ja. Geh bloß weg mit deiner Magie. Geh doch. Okay, aber ich habe volle Magie. Das ist. Kann ich was mit anfangen? Oh, Bonus für Mana 5. 247. Da fehlen locker 200. Ich hoffe, es ist kein Fehler, den jetzt zu trinken. Wo habe ich den überhaupt her? Egal. Lass mal hier am Würfeln würfeln. So, gehe ich erst runter ins Bordell? Ich gehe erst runter ins Bordell. Da kann mich auch der Typ heilen. Perfekt, muss ich nicht schlafen. Hört, dann wollen wir langsam mal Schluss machen für heute. Des fortwährenden Begehrens der Bewohner und des Mangels an geeigneten. Ich muss endlich mal diese schnellen Schuhe kaufen. Ich glaube, ich habe gar nicht genug Bugs. Bugs. Ja, ich habe nicht genug Stiftbugs dafür. Na, Jungs, wie es geht's?
Passt du noch auf, dass das Tor nicht wegläuft? Harter Job. Ah, dann muss ich wieder hochlaufen und noch weiter hoch. Ach. Ich könnte mir wieder hochwürfeln. Weil ich zu faul bin, hochzulaufen. Gott, ich glaube, wenn ich so mal zum Teleport hätte, so. Bist in der Küche, aber kannst dich zurück in dein Zimmer teleportieren. Warum laufen? Warum diese 5 Meter laufen, wenn ich auch teleportieren kann? Solide Frage, ehrlich gesagt. Ich so sagen. Geht das auch schneller? So, wunderbar. Problem gelöst. Also nicht ganz, ich habe immer noch viel zu wenig Mana. Na warte, du dreckiger Dieb. Das ist verschwunden irgendwann. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich deutlich mehr als 200 hatte. Ich müsste irgendwas um die 400 gehabt haben, glaube ich, ne? Glaube ja. Ich glaube ja. Na komm. Na warte. Lass dich doch beklauen, du Pisser.